der letzten Episode. Das Lustige wäre ja, dass man in echt niemals so schnell über den Baumstamm gehen würde, wenn man über so eine Schlucht drüber geht. Also ich würde nicht so schnell drüber gehen, sag mal so. Rennen! Fände ich cool, wenn wir das jetzt durchgezogen bekommen. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Das war aber Punktlandung, alter Schwede. Nice, dann haben wir jetzt einen Survivalbogen und Pfeile. Hier wieder was. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Episode 46. Dies ist die Haseninselhütte. Gott, nun ist klar. Ja, wir sind auf dem Weg zwischen den Eiskanten. Mal gucken, was da wieder für Loot abwirft. Wir haben einen Schokoriegel bekommen. Altholz und Zunder. Das sind natürlich auch so die sehr interessanten, speziellen Sachen. Ja, wir hatten hier irgendwo Fische abgelegt. Und die sind dann aber verschwunden, nachdem die ganze Geschichte hier neu gespawnt ist. Eieiei, da liegt wieder einiges. Schmerztablett, nicht? Noch ein Fisch. Ist aber ein Fisch, Junge. Und guck mal. Kannst du nicht mal anziehen. Nee, weißt du was? Gib mal den Fisch her. Nee, hallo, wir haben doch Stöcke dabei. Dann darf der hier schmurgeln, während wir weiter unterwegs sind. Vielleicht ist er dann fertig, wenn wir zurückkommen. Dann machen wir das einfach immer so. Wir haben jetzt hier ein Feuer und jedes Mal, wenn wir hier vorbeigehen, am besten bei Sonnenschein, deswegen ist Sonnenschein da halt ganz schon präferiert. Ohne Wind natürlich gerne. Ja, bist halt ein Idiot, Junge. Können wir halt nicht ändern. 85%, das ist halt auch dann der Noob-Faktor. Gut, aber ja. Den Rest der Eisfischer kann. Eiskantee. Ja, ansonsten, Darmparasiten laufen gut. Wir sind inzwischen. Wir brauchen nur noch 4 von 20 Dosen tatsächlich. 16 haben wir geschafft. Und ja. Das Auge sieht hervorragend aus. Alright, 41 Minuten. Machen das einfach mal so. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, also ihr seht das Auge. Wir haben vielleicht 4 Stunden. Das heißt, der Junge steht auf und gähnt direkt wieder für die nächste Nacht. Ungefähr. Hat natürlich auch den Vorteil, dass du da eigentlich den Jungen ständig mal, wenn du dann dich warm machst, einfach mal eine Stunde ins Bett stopfen kannst. Echt, die Eisfischerhütte links hat eine Tür und die rechts hat auch eine Tür. Mhm. Dann kannst du sie trotzdem nicht abnehmen. Da ist ein Koffer oder sowas. Und eine Kiste wieder. Nee, ist ein Spind wieder. Das ist ein Doppelspind. Oder ist das ein Doppelspind tatsächlich? Aufbrettern. War zwar nichts drin, aber Dankeschön. Dass es da auch gleich krakelt. Das ist natürlich schon wichtig. Also der Spind hält. Hier ist noch ein Fisch. Gut, dann legen wir den auch noch da drauf. Ja, wir haben es alle verstanden, Junge. Du musst jetzt nicht immer so tun, als wäre hier gleich Weltuntergang. Ach ja. Gut, aber da hat es zumindest 2 Fische abgeworfen. Das ist schon mal super. Einen werden wir sicherlich essen können. Und einen lassen wir dann mal liegen, weil ich möchte mal wissen, ob das dann mit den, wenn die neu gespawnt werden sozusagen, ob das dann, ob die dann auch verschwinden, wenn die gekocht sind. Autowalk ist nicht immer von Vorteil.
Ja, naja. Komm, der ist doch gleich fertig. Na gut. Wie viel ist dir zu kalt? 6 Grad, echt zu viel. Gut, das müsste jetzt funktionieren. Passen beide nicht rein, okay? It hurts. Du kriegst die ganze Zeit die Dinger. Tabletten, also daran kann es ja echt nicht liegen. So. Alles so glamouröse Fackeln, die du hier ziehst. Gut, gut. Never felt so cold in my life. Noch nie. Und ich habe einen tierischen Hunger, weil ich noch nie in meinem Leben was gegessen habe. Komm, hoch mit dir. Junge. Gut. Sicher ist sicher. Ja, im Gegensatz zu Madame, sag ich da nur. Da war ich etwas übermütig. Und deswegen müssen wir da neu anfangen. Achso ja, genau, eine Stunde. Aber das war aber auch ein zähes Vieh, das muss man wirklich sagen. Ja, da waren... Wir haben halt Wölfejagd gemacht, weil die Gute hat auch Darmparasiten, lustigerweise. Und, ja. Genau, wir hatten die Jagd gemacht und ein Wolf war super, super zäh. Das war echt zu krass. Und der hat 2 Gewehrschüsse bekommen, ist weggerannt. Und dann nochmal einen Revolverschuss, der ist direkt in der Nähe in den Kopf. Das hat nicht gereicht. Und wir hatten halt nur noch ein paar Prozente. Weil wir davor schon mit Wölfen gerungen haben. Ja, naja. Deswegen gibt es nach der 14. Episode eine 10. Staffel. Ja, da war ich etwas zu unvorsichtig. Wenn du dann halt mal im Wahn bist, da die ganzen Wölfe zu erledigen, dann willst du natürlich auch alle erledigt haben, weil es ist ja klar, du willst ja Ruhe haben. Du willst ja nicht dann immer, sobald du dann halt mit ein bisschen Fleisch rumrennst, gleich wieder die nächsten haben, weil du da halt nicht sauber gearbeitet hast. Tja, was lernt man daraus? Sauberkeit ist der Tod. Ne, Ordnung ist der Tod, so ist das. Aber gut, wir sind auf jeden Fall haben auf jeden Fall eine schöne Rundreise mit dem Travois gemacht. Das hat echt gut funktioniert. Also, fast. Wir mussten einmal um den Bären herum. Oh, das schöne Wasser. Wie viel haben wir eigentlich noch? Naja, dann nehmen wir gleich wieder 2. So. Dann lassen wir einfach mal schon wieder Holz, beziehungsweise... Achso, das ist voll, okay. Ebenso. Hier geht noch was rein. Okay. Das ist dann auch voll und das ist auch voll. Alles klar, dann behalten wir die Kohlen. Ja, dann behalten wir die Kohlen. Ja, es ist noch viel vom Tag übrig. Da oben sieht man noch das Feuer. Vom Bären, ja. Lag dann am Hang. So, dann wollen wir hier auch mal aufräumen. Halt. Und da kommt der Schneefall hinzu. Wir werden uns vielleicht am nächsten Tag mal um das Thema Angelzeug kümmern, dass wir da einfach ein bisschen mehr haben zum Reparieren der Kleidung. Du kannst ja auch, wenn du einen Angelmarker baust, kannst du ja auch einen
runtergematschtes Angelzeug nehmen. Das ist kein Problem. Und gleich wieder die Stöcke zusammen. Junge, Junge, das wäre, das stimmt aber, das zieht aber gleich richtig an, alter Schwede. Ja, ja, wir gehen doch gleich rein. Keine Sorge. Als würde der nächste Blizzard gerade warten. Okay, dann mache ich mal die Fackeln. Ja, fast alle. Ja, da ist der Blizzard da. Das war jetzt vielleicht, keine Ahnung, 20 Minuten später oder so. Das ging jetzt echt schnell. Ja, also das Coole ist halt, wir haben jetzt halt wieder viel Öl bekommen. Das können wir gleich mal in die Laterne füllen, weil die war eh schon ziemlich gut runter. Diese Eiskante zwischen den Inseln, die scheint echt gut zu sein für was halt Fische betrifft. Also da musst du echt immer mal wieder vorbei, um einfach kostenlos an Fische zu kommen und damit auch an Öl. Das ist echt super. Ja, was haben wir sonst noch zu tun? Also ja, die Socken, die wir gefunden haben. Querstrich den Stoff. So. 58% hat sie jetzt, die Mütze. Ja, okay. Um Kalorien zu schonen, gehen wir jetzt ins Bett. Also einmal 9 Stunden. Nice. Dann sind wir jetzt auf noch... Ja, also dann quasi noch... Wie war das? Warte mal. Halt, bevor ich jetzt hier gehe. Das sind noch 5 Stunden. Wir machen mal... Nee, halt falsch. Wir machen 8. Ja. Okay, du kriegst jetzt als erstes deinen Tee. Drei von 20. Nice. Und gucken mal, ja. Alter, nein, 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 nein. Nebel. Gut. Achso, ich habe jetzt keinen. Ja, okay, warte mal. Das ist ziemlich dämlich, den Metallschrott hier drin zu lagern. Das bringt uns ja nichts. Wir brauchen den ja an der Werkbank. Also so oder so, egal was wir basteln. Du kannst glaube ich, nichts in der Hand basteln mit Metallschrott. Ich will ja nur ein paar Haken basteln, also das ist jetzt nicht so dramatisch. So, einmal 3 Haken in 20 Minuten. Gut, das reicht auch. So, das fliegt rein und das fliegt rein. Achso, ja, Schnüre brauchen wir ja auch. Die brauchen aber länger, die brauchen glaube ich eine Dreiviertelstunde, wenn mich nicht alles täuscht. Eine Schnur haben wir, glaube ich, noch in der Kiste. Oder war das in der Eisfischerhütte? Wir müssen sowieso erstmal aufwärmen. Und hier tatsächlich nicht. Ich dachte, ich hätte eins gesehen. Achso, ja, gute Nacht. Gut. 3,5 Stunden Auge. Uff. Ja, wenn ich komplett auf, dass der Kreisel komplett voll ist, kommen, aber sehr nah dran. Also vielleicht hat er dann 2 Stunden am Ende. Wir rennen die ganze Zeit jetzt halt mit so angematschten Zustand rum, aber durch Sattbonus und Elchhautbeutel ist das tatsächlich überhaupt kein Problem. Okay, und noch einer, weil es so schön war. Ja. So. Ne, hier nicht. Ne, hier nicht. Ne, hier nicht. Dann war das nur eingebildet. Ja, warte mal, warte, 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 warte. Der Stein muss eher dahin. So. Okay, erstmal wieder warm machen. Diesmal aber nicht wieder eine Stunde. Also wir werden jetzt nur warten.
will ja auch nicht zu viel Zeit drinnen verbringen. Auch wenn ich jetzt nicht erwarte, dass das Lagerkoller-Risiko jetzt gleich um die Ecke ist, aber hey. Man weiß nicht, wie viel kalt ist es denn? Minus 19 da, okay. Tja, auf ein neues. Hat ja auch den Vorteil, dass der Skill steigt. Come on, come on. That didn't work. Nee, du hast da echt ein Problem damit, mit dieser 85% Chance. Mal schauen. Why didn't that work? Easy, Junge. Easy. Eine 2,25% Chance. Na gut, das geht dann immer noch. Wenn du es jetzt nochmal nicht schaffst, Junge, dann bist du bei 0,3375%. Deswegen schafft das lieber. Sagst du, nee, 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 diese Schande gebe ich mir nicht. Ja, minus 17. Es ist jetzt nicht wirklich wärmer geworden, Junge. Schnur 2. Achso, das ist nur 15 Minuten, nicht? Ja, dann mach das mal. Dann holen wir noch einen Darm. Dann machen wir das. Metallschrott. Wo kriegt man hier Metallschrott her? Eigentlich nur aus der Quonset. Wisst jetzt nicht, wo hier sonst noch Regale rumstehen. Also wirklich Metallregale. Ja, wir haben genug Darm. Easy. Zur Not nehmen wir unsere eigenen, wenn das mal knapp wird. Aber hier wird es ja doch warm, Junge. Ja, ich muss ja Autowalker schön aufpassen. So, noch eine Schnur. Gut, sehr, sehr schön. Oh, das ist schon wieder... Oh, was ich heute schon wieder alles gemacht habe an diesem Tag. Ich suche eigentlich noch ein paar Stöckchen, aber hier ist nichts weiter. Was war das? Steuerung, genau. Boah, die Hocker. Okay, dann basteln wir jetzt einfach mal in der Hand hier draußen Angelzeug. Ja, da fehlt uns bestimmt auch ein Viertel. Nein, Prozenten. Gut, ich sag mal, im normalen Zustand würde man wahrscheinlich eh so rumlaufen. Also von daher, das ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel anders. Okay, dann haben wir jetzt 4 Angelzeuge. Mehr brauchen wir jetzt hier eigentlich nicht zu machen. Oh nein, es wird wieder alles so extrem schwer, das Zeug. Wir gucken mal, ob wir das Feuer vielleicht nochmal da drüben anwerfen. Ein paar Stunden hat der Tag ja noch. Der Bär scheint sich auf jeden Fall nicht nochmal blicken zu lassen, hat er keinen Bock mehr. Can't feel my hands. Oh, das ist ganz schlimm hier. So, gib dir mal die 40%. Ich bin mir nicht sicher bei deinen Kugelkünsten, wie weit wir da kommen. Ja, genau. Das ist nämlich nicht so trivial mit dir. So. Nice. That's done. Ja. Gut, die kann einfach mal dahin kokeln. Das ist erstmal egal. Machst du hier mal einen Liter Wasser. Genau. So. Hier brauchen wir natürlich ein bisschen Brenndauer. Das stimmt doch gar nicht, Junge. Du wärmst dich auf, weil du dich aufwärmst, nicht weil du kalt bist. Das war es auch das Einzige heute, was wir kochen.
Ja, eigentlich sollten das ja 6 Stunden sein. Ja, viel mehr will ich eigentlich auch nicht machen. Wir machen mal 5 Stunden. Halt. Du nimmst dann wieder das Beste. Wie immer alles halt. Nee, nur das gute Werkzeug. Wir probieren mal 5 Stunden angeln. Ich habe jetzt keinen Blinker gemacht. Naja, gut, ist doch egal. Wir probieren das mal nativ. Wir gönnen uns die Zeit mal. Ich bin schon wieder Blizzard, oder? Ja. Da kommt tatsächlich mal ein Fisch rum. Zweiter Fisch. Nice, Junge. Achso, trinken wäre eine Idee gewesen. Dritter Fisch. Gut, das reicht. Nice. Dann sind doch mal ein paar Fische rum. Man muss das tatsächlich machen. Also lange angeln. Ich brauche das gar nicht jetzt anzufangen, weil ganz ehrlich. Also anzufangen mit Angeln, weil wir fangen sowieso nichts wegen dem Skill. Also es gibt, die ist tatsächlich relativ lang, die Mindestangelzeit. Ja, eigentlich müsste das reichen. Gut, hervorragend, hat genau gepasst. Eigentlich kannst du dann auch losessen und wir nehmen diese kaum sichtbaren Angelzeuge vielleicht mal wieder auf. 1433, echt? Okay, das ist alles zu viel. Gibt jemand einen Wolf? Gut. Beziehungsweise erstmal nur ein bisschen. Und dann ist klar, was wir machen. Der Klassiker. Nein! Auf die andere Position, das Shirt. Das Lustige ist, auf YouTube sieht man diese Steine kaum, weil das alles durch diese schnelle Bewegung so vergrisselt ist, dass du das kaum siehst. Deswegen senke ich mal ein bisschen den Kopf. Guck dir mal die Kreisel von der Temperatur an. Minus 82 Grad. Dass du da nicht schockgefroren bist, ist schon ein Wunder, Junge. Das waren eure kälteste Temperatur. Dass du nicht instant ein Erfrierungsrisiko am ganzen Körper hast. Schon ein Wunder. So, dann bitte einmal aufdrängen und den Bogen weg. Hast du, Gott, alles klar. 9 Stunden. Gut, die Nacht ist gleich vorbei. Ein paar Stunden geht man aber trotzdem, also wieder so 3, 4, 3. So, drittletzter Tee, diesmal Kletter. Haben wir den nächsten Blizzard, echt? Anscheinend schon. So. Das passt alles. Ja, das sieht alles gut aus. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Dann reparieren wir nur die... Genau, die Tug. Und zwar, ja, war schon richtig Angelzeug. Das nicht sichtbare, 50% Angelzeug. Ja, wir sind jetzt tatsächlich auf fast exakt 3 Stunden runter. Das ist krass. 29 Grad. Das ist unsere Bonus sozusagen. 1 Stunde. Nee, ich glaube, er ist noch da. Ich finde es beruhigend, dass die Blizzard jetzt wirklich in einer Perlenkette kommen. Hm. 93, 63. Also wir haben in 3 Tagen 4 Blizzard und das ist jetzt noch der 5. Auf. Fertig. So. Dann wieder raus. Ja, wo war hier Blizzard? Gut, das kann natürlich auch einfach nur extremer Sturm gewesen sein bei schönem Wetter. Das weiß man ja nicht. Okay, heute machen wir nichts. Der Sturm ist viel zu krass. Da kommen wir nicht gut bis zur Eiskante. Das ist keine gute Idee. Uiu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 
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal den... Gut, wir könnten angeln gehen. Das wäre natürlich eine Idee. Einfach weitermachen sozusagen. Einfach weitermachen. Nimm mal einen Stock, hallo. Wir haben keinen Stock, echt. Ach, ich gebe sogar ein Buch. Warte, alles klar. So, dann machen wir das so. Dann machen wir einfach immer wieder ein bisschen angeln. Wenn das so funktioniert mit diesen vielen Stunden angeln. So, jetzt haben wir trotzdem Kohlen. Oh, Level 4 Feuer machen. Nice. Wir machen so viele Feuer in der letzten Zeit. 4 Stunden mal. Dann wieder 1 Liter Wasser drauf. Genau. Und 83%, echt? Der ganzen Zeit. Ja, oh. So. Das trinken wir gleich und dann gucken wir noch mal, was das Feuer sagt. So, ich muss auch wieder durch die Angelzeuge rausschmeißen. Feuer sagt 3,36, also stellen wir wieder 5 Stunden ein. Eigentlich können wir 6 Stunden einstellen gleich. Ich habe schon wieder keinen Blinker. Gut. Ist auch egal. Vielleicht kriegt man ja mal Aurora. Ich bin so froh, dass wir nicht in das Bergwerk sind, Leute. Ein Starrekorb. 1028 Kalorien. Nee, das gibt keine Aurora. Das ist ein Starrekorb. Was ist denn hier los? I need to find a place to rest. Ja, das ist mir klar. Nur 2, okay. Nee, 3. Okay, alles klar. So, achso, wir hatten ja. Wir hatten ja. 19 Minuten. Gucken, wie lange die Stachelköpfe brauchen. 21, okay. Das wird ein bisschen knapp wahrscheinlich. Ja, yeah, dann ist den halt. Die Kalorien. Oh, und das war nur so ein kleiner Fisch, echt. Wahrscheinlich müssen wir noch einen Stock nachlegen. Das wird wahrscheinlich nicht ganz reichen, schätze ich mal. Nee, es reicht. Okay, alles klar. Gut, perfekt. So tired. Wir nehmen wieder den Topf auf. Trinken. Nice, dann kommen wir da auch skilltechnisch hoch. War ja nicht noch einer doch. Ja, guck mal da, wir sind fast auf Level 3. Was ist denn hier los? Nice. Ja, 9 Stunden ins Bett. Eigentlich können wir machen mal 10 Stunden. Dann kommen wir eigentlich ganz gut. Es sind 7 Stunden hat die Nacht halt. Dann kommen wir wieder 9 Uhr morgens raus. Eine Aurora. Ja, das ist halt. Die sind extrem selten. Also dieses Aurora-Bergwerk, ich weiß, du gehst da unten rein und bist dann wahrscheinlich 2 Wochen gefangen. 2 Tage wäre natürlich gut. Bis du dann wieder rauskommst, schätze ich mal. Auch nicht so gut. So, dann trinken wir noch einmal allerdings den Bogen weg. So, einmal auftrinken und dann komplette 10 Stunden schlafen. Dann haben wir 9 Uhr morgens und gucken mal, was der Tag sagt. Wahrscheinlich der nächste Blizzard. Nicht sicher. So, dann, warte mal, wir gehen erstmal futtern. Gehen erstmal futtern. Ich will nur gerade eine Statistik schauen. 94, 64, genau. Nice. Okay, Bogen raus und gucken. I need some water. Gut. Zum Glück hat die Welt das nicht mitbekommen. Okay, futtern gehen, Tieren und dann ist wieder relativ kalt. Eiskante. Gib dir mal so einen Lachs. Hast du reinbekommen, sehr schön. Gut, dann müssen wir noch ein bisschen Wasser mitnehmen. Am besten gleich 2 Liter. Aber dann sind wir da schon mal wieder versorgt.
Ich will nämlich mal schauen, was genau jetzt los ist mit den Fischen, die wir da abgekocht hatten. Lass mal gucken, wie viel sieht es eigentlich aus mit Stöcken? 13, okay. Und ein paar Kohlen haben wir auch. Genau, die Fische, die wir abgekocht hatten, ob die jetzt noch da sind. Wir hatten es schon gehabt, dass Fische von der Eiskante genommen, abgelegt, woanders abgelegt, beim nächsten Respawn dann weg waren. Rechts ist ein Wolf und links sieht man beim Punkt einen Wolf. Also ganz links oben in der Ecke und rechts oben da beim Boot ist auch einer. Can't feel my feet. Ja, Junge, du hast... Würde man sagen, zwei und dreiviertel Stunden Auge. Was ist da für Zickzack da vorne? Das ist ein Felsen, okay. Das sieht man nur so. Das ist von dieser... von diesem Felssturz oder wie das da heißt. Mann. Junge. Haben wir dir jetzt eigentlich den Tee gegeben? Alt F. Haben wir gegeben. Okay, alles klar. War ich jetzt nicht so sicher. Zwei Nächte noch. Dann sind wir's los. Und dann brauchen wir wahrscheinlich nochmal einen Tag, um unsere Prozente wieder aufzupäppeln. Jetzt machen wir uns erstmal warm. Eieiei. Komm, renn hoch, Junge, renn. So, machen wir eine Stunde schlafen. Wie viel ist denn das? Das ist zu viel. Ich glaube nicht, dass wir eine Stunde warten. Nee, nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. Immer noch dasselbe Wetter. Wolf ist jetzt da drüben, okay. Es liegen zwei Boote dort. Diese obligatorischen Bretter. Ja, die Fische sind tatsächlich noch da. Also wenn du sie abkochst, sind sie noch da. Okay. Eiskante. Ist jetzt gar nichts gekommen, Neues, echt? Interessant. Da hinten ist auf jeden Fall das rechte Boot aus der Perspektive jetzt. Diese Bretter, die dazwischen liegen, du kannst ja gar nicht auseinandernehmen, weil du hängst ja da direkt im krackelnden Eis sozusagen. Something's making me feel tired. Ja, jetzt ist es auf 10 Uhr sozusagen. Also jetzt wird es im Normalfall 10 Stunden schlafen können. Bei ihm bedeutet das momentan eine Stunde. Also eigentlich sogar weniger als eine Stunde. Was ist das jetzt wieder bei den Brettern? Ein Rucksack. Also diese Bretter sind wohl immer da, aber der Rest nicht, oder was? Jedenfalls gut, dass die Behälter mal leer sind. Da liegt wieder was. Das ist wieder ein Fisch. Es ist wieder ein Fisch. Ein Paddel, okay, das könnte man zum Not auseinandernehmen. Vorne ist wieder was. Junge, da müssen wir ein bisschen rennen, dann werden wir dich nachher wieder ins Bett stopfen. Wahrscheinlich. Du hast einmal Rennen pro Tag. Das ist auf jeden Fall ein Spind und noch irgendwas dazu. Ein Rehkadaver, krass. My stomach. It hurts. Oh, it hurts. Ja.
Nee, 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 nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Gut, dann gehen wir jetzt mal die Menschenfeindinsel. Müssen sich ja sowieso ins Bett stopfen. Junge, Junge. Ich weiß auch gerade nicht, ob der Kreisel von oben nicht auch jetzt rot zuwächst. Ich habe das Gefühl, dass dieser Bereich zwischen diesen Enden, von dem C sozusagen, mal kleiner werden. Aber er kann ja noch rennen. Nee, wahrscheinlich ist das der Rest einfach vom Auge. Okay, Flunge. Einmal rennen. Hier kriegst du auf jeden Fall mal eine Stunde. Zwei wären besser. Gut, alles klar. Ist jetzt ein Blizzard oder nicht? Darauf hat das Wetter wahrscheinlich gewartet. Ja, hier ist auch nur alles aus Holz, nichts aus Metall. Na gut, der Ofen wäre aus Metall. 1 in 15 Minuten. Ah, das kostet aber 5% auf der Säge. Das ist dann wieder genauso der für den Reparaturumfang. Nee, das lohnt sich nicht. Tja. Wir gucken mal, was das Wetter sagt. Stürmisch. Okay, dann lass uns wenigstens mal zur anderen Insel kommen. Minus 23 Grad. Das ist relativ warm im Vergleich zu einem Blizzard als Nakedai. Renn, Kaninchen, renn. Okay, wir machen das mal so. Wir müssen ja alles ein bisschen testen. Wir nehmen den Fisch mal mit, schmeißen ihn mal auf dieses Feuer, was da liegt, einfach nur drauf. Und beim nächsten Neuspawn gucken wir mal, ob das da noch da ist. Da ist der Fisch. Ja, ich weiß, Junge. Ich hoffe natürlich, dass der Wolf da vorne uns nicht mitbekommt. Soll der eigentlich nicht, weil der Wind kommt ja von sozusagen aus der Richtung. Und da ist es weg. Also wenn ich so kalt bin, dann bleibe ich stehen. Bin festgefroren. Ja, schon. Momentan auch nicht so extrem viel draußen. Gut, ein paar Stunden zum Angeln halt, aber das ist halt... Ich hoffe, das funktioniert noch, bevor wir Lagerkollerrisiko bekommen. Ich hoffe, das funktioniert noch. So. Der Wind hört natürlich jetzt klassischerweise auf, das habe ich schon so oft beobachtet. Wenn du dann unterkühlt bist, wird der Wind bläst so lange, bis du unterkühlt bist und danach hört er auf. Den gehen wir da drauf, genau. Das ist ja der Kleine, oder? Ne, das ist der Große. Das ist der Angefangene. 231. Alles klar. Gut, weiter geht's. Wenn der wüsste, dass hier ein Fisch liegt. Okay, dann gehen wir jetzt wieder uns aufwärmen. Ja, der Tag hat noch ein paar Stunden, also ich will jetzt nicht da wieder den ganzen Tag nur im Bett liegen. Okay. Bogen weg. Junge, rennen. Und einmal aufwärmen. Das machen wir auch wieder nur händisch, ohne schlafen.
Ja, die Prozente werden kürzer. Das hat man gerade schön sehen können. Ah ja, schönes Wetter. Sollten wir nochmal angeln gehen? Ach ja, der Wolf da unten, den habe ich ja ganz vergessen. Dann müssen wir hier lang. Halt, da ist auch noch einer. Ja, ich weiß, die Kaninchen, aber die Wölfe sind gerade da. Deswegen machen wir das gerade nicht. Und das Reh ist auch da, echt. Interessant. Ich meine, wenn man clever wäre, dann würde man diese ganze Angelmechanik und Systematik gar nicht in der Eisfischerhütte machen, da vorne, sondern in der da drüben, in der Eiskante. Wobei, da kommen auch nicht so viele Fische. Ist dann auch wieder nicht so. Die andere ist halt, wäre halt besser. Also die Eisfischerhütte zwischen den Inseln ist eigentlich geeigneter. Wegen der Spawnkante. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie das funktioniert. Ob das dann so ist, so nach dem Motto, wenn du zu nah bist, dann spawnt da nichts. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Werfen gleich mal den Grill an. Machen wir wieder so 6 Stunden. Geht natürlich auch gut durch die Kohlen durch, das ist klar. Dann waren wir. Ich überlege gerade. Waren, glaube ich, relativ am Anfang der Darmparasiten Kohlen holen. Vielleicht sollte man, bevor man nochmal aufbricht in den Ort der Trostlosigkeit, ins Gluthügel-Kohlenberg weggehen und nochmal nachschauen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass du da nochmal ein paar rausholst. Weil wir hatten ja da auch irgendwie 20 oder so nochmal bekommen. Das war ja nicht ohne. Okay. Hier haben wir die Stöcke schon raus. Bogen weg. Genau. 34. Instant, Junge. So, 95%. Easy. Achso, ich hatte noch nicht geschaut, was Level 4 ist. Ja. Machen wir gleich. Auf jeden Fall mal 10% höhere Feuerchance. Das ist auf jeden Fall. Das ist schon mal ziemlich cool. Heißt aber trotzdem, dass wir weiterhin Fackeln verwenden. Also ich gehe da erst immer 100% sind natürlich von den Fackeln runter. So viel ist klar. Okay, machst du mal eine Kohle drauf. Und dann irgendwie so in die Richtung. Das passt ja. Okay, trink erst mal. So, 1 Liter machen wir aber trotzdem. Der Klassiker. Ich schau gerade mal. Hier ist es. Nee, Quatsch, was sag ich denn? Feuer machen war es doch. Nur sehr wenige können sich mit deiner Erfahrung messen. Deine Feuer brennen schneller und länger. Das Feuer machen liegt im Blut. 75% Chance, Feuer zu entfachen. Feuer brennen 25% länger. Gut, ohne Zunder hatten wir schon. Aber dran. Ja. Fertig. 3 Stunden 20. Machen wir mal noch ein bisschen drauf. Einfach so 2 Stöcke oder so. Genau. Dann, Sekunde. Das ist immer. Ja. Okay, darfst du jetzt 6 Stunden wieder machen. Ein Fisch. Das ist ja auch das, was, wenn du voll getrunken hast, hast du 6 2/3 Stunden. Im Interloper. Das stimmt. Da klar, das nochmal auf. Nächster Fisch. Es könnte sein, dass wir es auf Level 3 schaffen. Was unser Risiko auf Reißen der Schnur mal dramatisch reduziert. Ah, ganz am Ende. Nice. Auch wieder 3 Fische. Also 2 für 2 Stunden. Pro Fisch anscheinend. Nice, nice, nice. Du bist ziemlich gut im Eisfischen. Deine Schnur reißt nur noch selten und du fängst mehr Fische pro Stunde. Angelzeit um 10% verringert, 5% auf Reißen, Chance auf Reißen der Schnur. Sind jetzt nochmal 3% gesunken. Das ist echt super, das ist jetzt der größte Schritt. Die nächsten Skills sind immer nur 2%.
Aber prozentual gesehen heißt das, dass sich die, wie muss ich das rechnen, um was hat es sich verringert? 37,5% oder so? Ich glaube, das kommt hin. So. Erster Fisch. Nein, du sollst einen Fisch nehmen, den du noch durchgast, Junge. So, der und dann der und der braucht wahrscheinlich auch nur 3 Minuten. 32, echt? Okay. Gut. Dann müssen wir da halt nachlegen. So. Hat genau gepasst. So, die lassen wir jetzt einfach liegen. Bär natürlich, das ist klar. Oh. Echt so spät schon wieder. Aber das passt ja. Mit dem Jungen müssen wir eh nur 2 Stunden momentan schlafen. Ja, nochmal so ein Tag. Wenn man jetzt nochmal einen Tag mit Sonne hätte, gleich morgens, dann würde man einfach sagen, okay, wir ziehen das jetzt den gesamten Tag durch. Ziehen einfach mal, angeln mal einen kompletten Tag durch. Achso, jetzt habe ich die Angelzeuge dort liegen gelassen. Ja, okay, gut. Ist erstmal egal. Solange du da nicht ein Streichholz dafür verwendest, ist das ja okay. Okay, dann gehen wir wieder 10 Stunden ins Bett. Yep, komm. 10 Stunden. 95 Tage, 60 Stunden, 11 Minuten. Okay, in der nächsten Folge. Wir haben jetzt noch exakt 2 Stunden, auf was wir noch schlafen müssen. Die vorletzte Dosis nehmen wir jetzt. In der nächsten Folge natürlich. Wir gucken mal, was das Wetter sagt. Es sieht sonnig aus. Wir müssten mal einen kompletten Tag durchangeln. Wie sieht denn das eigentlich aus mit Kaffees? Nicht gut. Okay, also Kaffees können wir uns nicht geben. Wir hätten noch ein paar Pfirsichkuchen, dass wir unser Auge ein bisschen aufpäppeln. Da kommt jetzt aber Öl rum, alter Schwede. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen weiter angeln. Wie schon gesagt, wenn du da jetzt mal auf Level 3 bist, dann ist das schon mal akzeptabel. Level 4 ist natürlich noch viel geiler. Und ja, jetzt kommen dann auch mal die Fische rum, wenn man das mal verstanden hat, wie das funktioniert. Funktioniert das auch, ja. Was wollte ich nochmal machen? Ach ja, genau, wir gehen nochmal ins Gluthügel-Kohlenbergwerk. Sobald wir gesund sind, natürlich erst. Weil so ist das Tragegewicht natürlich im Eimer. Also wir können ja nichts machen. Genau, also deswegen bleiben wir hier unten im Flachen. I need something to drink. Soon. Wie so ein Elefant halt, nur im Flachen rum, weil alles, wo du hochgehen musst, da hast du nicht das Auge für. Genau, und wenn wir das gemacht haben, dann machen wir uns mal auf den Weg Richtung Ort der Trostlosigkeit. Und das wird bestimmt anstrengend, alter Schwede. Aber ich freue mich drauf. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns, macht's gut. Ciao.